Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Nina, das hier ist meine Beauty-Welt. Ja, herzlich willkommen an alle Neuen, herzlich willkommen an alle alten Hasen hier auf meinem Kanal. Ja, mir ist gerade was passiert. Ich wollte Mittagessen kochen und musste dafür Zwiebeln schneiden. Ich war eigentlich schon komplett fertig gemacht. Von heute Morgen war auch geschminkt und alles. Ich hatte mich heute Morgen schon richtig schön geschminkt, ja, und diese Zwiebeln waren so hardcore, dass ich habe so tränende Augen gehabt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, dass ich mich jetzt echt gerade komplett abschminken musste. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich wollte sowieso gerne mit euch mal wieder ein komplettes Video machen, eigentlich inklusive Morgenroutine. Dann, wenn ich mich abschminken muss und muss meine Pflege tagsüber nochmal erneuern, weil durchs Abschminken habe ich natürlich auch die ganze Pflege mit runtergewaschen. Da mache ich natürlich dann meine Morgenroutine nochmal. Ne? Und dann dachte ich, ist doch eigentlich eine gute Gelegenheit, dass wir jetzt mal ein kleines Get Ready With Me inklusive Morgenroutine mit meinen süßen Puscheln hier. Das hier oben, das habe ich euch schon mal gesagt, ich nehme das auch so, weil es süß aussieht, aber eigentlich kann man das umdrehen und hier sind immer Drähte drin und dann kann man das so zusammen machen und kann eigentlich seine Haare hier unten da durchmachen. Dafür ist es eigentlich gedacht gewesen ursprünglich mal, aber ich finde es auch als Hasenohren ganz, ganz süß. So, ich habe jetzt gerade mit Cleansing Oil mich, wie gesagt, abgeschminkt. Danach benutze ich Toner. Ich nehme im Moment hier den von Numbuzin. Den habe ich noch mehrfach da. Ich glaube jetzt noch einmal. Der ist also die Nummer 3 Super Glowing Essence Toner. Der ist ganz gut. Ich muss aber dazu sagen, ich benutze den jetzt hauptsächlich, weil ich den halt noch mehrfach habe. Das ist jetzt nicht mein allerliebster Toner. Ne? Also der hat so ein bisschen... Öl nicht, aber so dadurch, irgendwas drin, dass es halt so ein bisschen glowy macht. Ich weiß nicht, ob der auch Vitamin C mit drin hat. Bekommt ihr auch, Numbuzin, die Marke, bekommt ihr auch bei Stylevana. Also die meisten Produkte, die ich gleich benutze, sind koreanisch, nicht alles. Ich habe auch so ein paar jetzt, die ich einfach mal aufbrauchen wollte. Oh, tut mein Kiefer weh. Aber ansonsten habe ich ja das meiste meiner Hautpflege auf die koreanische Hautpflege umgestellt. So, einmal Toner. Aber wie gesagt, der ist gut. Aber ich habe, also meine Favoriten sind andere. Genau. So, dann habe ich im Moment diese Pads in Anwendung. Die finde ich auch ganz, ganz toll. Das sind Serum-Pads. Ihr könnt vielleicht hier sehen, wie viel Serum da drin ist. Die sind von Believe You, denke ich mal. Kollagen, 12 Peptide, 17 Aminosäure, Kollagen Bouncing Serum Pad. Da sind 50 Stück drin und noch jede Menge Serum, was da auch drin rum schwimmt. Also da hat man reichlich von. Ich entnehme mir da jetzt mal eins. Also die sind wirklich richtig, richtig gut getränkt. Und damit gehe ich mir jetzt vorab einmal schon so übers Gesicht. Ich mache das jetzt nicht so lang, wie ich es sonst mache. Normalerweise, manchmal nehme ich mir zwei davon, gehe mal einmal so übers Gesicht und dann nehme ich mir die und packe mir die quasi hier oben drauf. Dann mache ich normalerweise noch ein zweites daneben. Und dann habe ich heute aber schon einmal gemacht, mache ich jetzt nicht nochmal. Ich zeige es euch nur einmal, was sonst meine normale Morgenroutine ist. Ansonsten nehme ich mir dann die Augenpads. Dann nehme ich im Moment die hier. Wie heißt denn die Marke nochmal? Jejun Lavender Tea Eye Gel Patches. Das ist halt hier. Die sind mega. Die finde ich richtig, richtig gut. Da sind halt auch 30 Paar drin. Bekommt immer hier so ein, ein Spatelchen mit dabei, dass man die entnehmen kann. Die sind auch ganz reichlich in Serum getränkt. Ich finde, und die riechen ganz toll nach Lavendel. Also wer Lavendel mag, die sind der absolute Hammer. Habe ich euch auch bei meinen Favoriten, in meinem Stylevana Favoriten-Video verlinkt. Ihr bekommt da ja immer mit meinem Code richtig, richtig guten Rabatt. Genau.
So, deswegen, aber das mache ich jetzt heute einmal, trage ich es nur auf. Kann man so benutzen, wie ich es jetzt gemacht habe, könnt ihr aber auch, wie gesagt, wie eine Maske auftragen. So, Seren habe ich im Moment mehrere in Anwendung. Also ich benutze immer noch hier, das seht ihr, das ist auch nicht mehr viel drin, das Centella Asiatica Serum von Skin 1004. Das ist eine Ampulle, ist das. Das ist auch ein richtig schönes Serum, halt auch um die Haut zu beruhigen. Und dann habe ich aber, ich mag die L'Oreal Seren tatsächlich auch recht gerne. Und das hatte ich jetzt mal ausprobiert. Das ist ja auch immer in aller Munde, das Hyaluronsäure-Serum. Und das finde ich echt gut. Das hatte ich mir letztes Jahr nämlich im Black Friday im Doppelpack günstig gekauft mit dem Vitamin C-Serum. Das mag ich auch ganz gerne. So, und das spendet schön Feuchtigkeit, beziehungsweise Hyaluronsäure schließt die Feuchtigkeit ja eher ein. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass es unbedingt Feuchtigkeit richtig gibt. Also am besten ist es, wenn man, wenn das Gesicht halt leicht angefeuchtet ist, so wie bei mir jetzt von dem Serum-Pad, da hatte ich jetzt Feuchtigkeit dann ein bisschen von, und dieses Serum soll es dann im Prinzip einschließen. Ja, als Augenpflege, meine letzte Augenpflege habe ich leer gemacht. Ich wollte, davon habe ich nämlich noch ein, zwei im Backup hier von Avant. Da habe ich mir gedacht, es ist, ne, ist auch zu schade, um es nicht zu benutzen. Die ist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Aber in meinen Augen, ihr kennt das ja, ne, mit den Avant-Produkten. Ich weiß nicht, ob die jemals schon mal irgendwer nachgekauft hat. Hat das schon mal jemand von euch gekauft zum Originalpreis? Weil die sind ja so hardcore. Ich glaube, diese Augencreme kostet auch wieder zwischen 80 und 100 Euro für diese 10 Milliliter. Hyaluronsäure, Kollagen, Molekular Boost Eye Cream. Die ist gut, keine Frage, ne? Aber die ist jetzt nicht besser als eine 10 Euro Augencreme oder so. Deswegen, also das würde ich dafür nicht bezahlen, definitiv nicht. Und dann habe ich noch hier von Toriden, die ist auch nicht mehr viel drin, wie ihr sehen könnt. Das ist halt auch so eine richtig schöne feuchtigkeitsspendende, ja, so gelartige Textur. Dive-In Soothing Cream. Und die, also die finde ich auch richtig, richtig gut. Also schön feuchtigkeitsspendend, leicht eigentlich, so perfekt für den Tag, um sie auch unter Sonnenschutz zu tragen. Zieht schön ein und ja, ist, denke ich, auch so sehr, ist, denke ich mal, für alle Hauttypen geeignet. Für trockene Haut, aber auch für ölige Haut, weil es halt nicht zu dick, zu reichhaltig ist, sondern halt eher so eine schöne Geltextur hat. Ich mache auch immer wirklich die Reste so schön auf Hals und Hände, weil die altern ja auch mit, ne? Genau. Da waren sogar, wollte ich das gesehen? Ich wusste das, genau. 100 Milliliter waren sogar hier drin in der, in dieser Creme. Also die ist echt, gefällt mir richtig, richtig gut. Benutze ich gerne. Genau. Wir sind ja jetzt schon im Herbst. Wir haben zwar heute einen sonnigen Tag. Ich lasse jetzt den Sonnenschutz extra weg, weil ich ja hier meinen Lieblingsprimer habe, die Artless Glow Base von Hamish, schon tausendmal gezeigt, und der hat auch Lichtschutzfaktor 50+. Und ich entscheide das für mich jetzt einfach mal, dass mir das dann reicht, weil ich nehme von dem Primer ja auch eine ganz gute Menge. Ich habe jetzt auch nicht vor, ich muss heute auch noch, ich habe jetzt gerade eine längere Mittagspause und muss später auch noch weiter arbeiten. Ich gehe gleich einmal noch kurz mit dem Hund raus, eben was einkaufen, und das war es dann auch. Das heißt, so viel bin ich jetzt heute auch gar nicht draußen. Aber guckt mal, was das mit meinen Augen gemacht hat, ne? Diese Zwiebeln. Heidewitzka. Ach ja, ich liebe den Primer. Der ist einfach so toll. Und mein Make-up ist eigentlich so schön geworden heute Morgen. Das war jetzt echt schade, aber man könnte euch das nicht vorstellen. Also, ich muss meine Pinsel mal eben holen. Die Zwiebeln, die sind ja auch teilweise so unterschiedlich, ne? Manchmal hat man Zwiebeln,
da ist das echt überhaupt kein Problem. Und dann hat man wieder Zwiebeln, die sind sowas von scharf. Mein Mann hatte das auch letztens. Der ist eigentlich gar nicht so empfindlich. Und der hatte das hier mit Schalotten. Die sind ja eigentlich eher dafür ja, bekannt, ne, so, dass sie eher ein bisschen milder sind. Aber die, meine Güte, dem ist so, sind so die Tränen runtergelaufen. Also das hat er das noch nie gehabt. Genau, so Primer sitzt. Foundation. Immer noch die von Nabla. Ist auch echt mit einer meiner Liebsten. Die, wie gesagt, die Farbe ist noch okay. Ich bin noch nicht ganz erkalkt. Aber es dauert nicht mehr lange. Und dann wird sie mir wahrscheinlich zu dunkel sein. Aber bis dahin habe ich sie dann hoffentlich aufgebraucht. Und dann gehe ich zu einer anderen Foundation erstmal über und zum Frühjahr, Sommer hin werde ich dann die nächste aufmachen. Ich habe nämlich davon noch eine im Backup. Also richtig im Winter ist mir die dann nämlich leider zu dunkel. Ich habe jetzt hier Tageslicht. Ich hoffe, dass das mit dem Licht einigermaßen in Ordnung ist und meine Kamera das ganz gut ausgleicht. Ich habe nämlich jetzt, weil hier die Sonne so hier fast reinscheint, hatte ich letztens mal das Problem, dass da ein Video, als ich das Ringlicht noch angemacht habe, mir dann doch zu überbelichtet war. Und das ist dann auch so blöd, wenn das so super hell ist. So. Die ist schön leicht, kann man aber auch aufbauen. So, heute Morgen habe ich die Cremeprodukte benutzt, aber jetzt will ich Puder. So, ich puder mich jetzt erst einmal ab mit meinem L'Oreal Puder hier, damit ich gleich noch die anderen Puderprodukte auftragen kann, ohne dass es fleckig wird. Ich mache das am liebsten hier mit dem Puffelchen, nenne ich es immer, damit ich das gut so in die Haut einpressen kann. Ich versuche hier mein Hauptfaltenbereich mal auszulassen, damit das nicht noch trockener aussieht und im Prinzip die Falten auch noch betont werden. So, Bronzer habe ich hier den von Nabla Skin Bronzing in der Farbe Embra. Meinen geliebten Catrice Bronzer habe ich ja aufgebraucht und jetzt wollte ich mal zur Abwechslung jetzt mal einen anderen benutzen. Mein Gott, was das doch echt mit einem macht, ne? Meine, also ich sehe wirklich aus, als hätte ich stundenlang geheult, aber es waren tatsächlich nur Zwiebeln. Ich bin aber auch sehr empfindlich, was das angeht, aber die waren Heidewitzka. Also ich konnte meine Augen gar nicht mehr aufmachen und es lief und lief und lief und lief. Ging gar nicht. Ja. Heute ist wieder ein schöner Tag. Gestern hat es die ganze Zeit geschüttet wie Sau. Ja, und heute, wo ich noch lange arbeiten muss, haben wir natürlich schönes Wetter. Ne? Aber ich werde auch trotzdem gleich einmal wenigstens ein bisschen, dass ich ein bisschen an die frische Luft komme. Ich will einmal ganz kurz zu Action, zu Rossmann, DM vielleicht. Genau, so. Was mache ich denn jetzt noch? Heute schaffe ich das nicht mehr in dem Video. Ich kann es ja eigentlich so anreißen. Wir haben jetzt Herbstferien, also jetzt heute, wo ich das Video drehe, ist hier in NRW der letzte Schultag. Die erste Woche sind wir noch hier. Ich muss mein Kind an ja, 2 Tagen noch in die Betreuung und die anderen Tage haben wir jetzt mit Oma zum Glück gelöst, dass er auch möglichst viel von seinen Ferien hat. Das finde ich auch immer wichtig. Und dann die zweite Herbstferienwoche habe ich Urlaub, mein Mann leider nicht. Und dann haben mein Sohn und ich
uns überlegt, dass wir keine Lust haben, zu Hause rumzuhängen, wenn der Papa arbeiten muss. Und dann haben wir kurzerhand entschlossen, dass wir für 5 Tage in einen Centerpark fahren. Ich war noch nie in einem Centerpark. Wart ihr da schon mal? Könnt ihr mir gerne mal eure Erfahrung schreiben. Also günstig ist das ja nicht, ne? Aber ich habe uns dann jetzt so ein kleines Häuschen gebucht. Mit Halbpension habe ich uns gebucht. Und ja, damit wir halt möglichst viel ja, entspannen können, nicht so viel zu tun haben, ne? Also ich jetzt, sage ich mal, mit Kochen und so weiter, aber ich hätte trotzdem in diesem Bungalow, habe ich noch die Möglichkeit, uns, wenn wir mittags doch noch Hunger haben, uns dann eine Kleinigkeit zu machen. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Es ist zwar sehr schade, dass der Papa nicht mit kann, aber ich habe gedacht, wenn wir in R arbeiten muss und wir hier zu Hause sind, machen wir ja sowieso nicht viel, ne? Und ich sag mal, die Ausflüge, die wir jetzt hier so für die Umgebung mal geplant haben, das sind auch alles Sachen, wo mein Mann da natürlich auch gerne mit möchte. Ja, und sowas wie, na, kommst du jetzt raus? Sowas wie Center Park, das ist eh nicht sein Ding. Also, da wäre er auch, glaube ich, gar nicht unbedingt mitgekommen, also wahrscheinlich, nee, wäre nicht, hätten wir nicht zusammen als Familienurlaub gemacht. Und dann habe ich gedacht, ist ja eigentlich ideal, ne? Da sind wir in einem geschlossenen Bereich. Jetzt haut hier mein Ding ab, aber ist nicht schlimm. Da sind wir in einem geschlossenen Bereich und mein Sohn liebt Wasser, also Schwimmen, ne? Und da ist ja so ein riesiges Pfannbecken. Also nicht Pfannbecken, sondern so ein Spaßbad, ein riesengroßes. Ja, da freue ich mich schon drauf, mal so eine richtige Mama-Sohn-Zeit zu haben für 5 Tage. Wir werden natürlich den Papa fürchterlich vermissen, aber mein Gott, wir können ja, er ist wie gesagt eh am Arbeiten, dann hat er nachmittags hier zu Hause mal ein bisschen Ruhe, wenn er von der Arbeit kommt. Kann auch mal so ein bisschen sein Ding machen. Und wir werden einfach eine gute Zeit haben, viel Spaß haben und ich freue mich, dass ich mal mit ihm das machen kann. Mit einer Sache, wo er wirklich zu 100% Spaß hat, was man, ich wollte immer schon mal mit ihm so einen rein kinderorientierten Urlaub haben. Und das Problem mit solchen Sachen ist zwar immer, ja, wir könnten, es wäre, glaube ich, sogar erlaubt, da in diese Häuschen einen Hund mitzubringen, weil wir haben ja immer noch unseren alten Hund. Aber die Hunde dürfen ja natürlich nicht ins Schwimmbad und die Hunde dürfen auch nicht in den Speisesaal. Ja, und dann fängt es schon an, ne? Und unser Hund ist halt auch jetzt so alt und schon, ich muss mir meine Pinsel hier wegstellen, so alt und halt auch ein bisschen senil, dass wir die auch nicht alleine in diesem Ferienhaus lassen würden, weil ich glaube, dann würde sie wirklich vor, ja, nicht, ja, vielleicht vor Angst oder, ne, vor Verwirrung würde sie dann da jaulen oder bellen. Das hat sie hier zu Hause auch schon mal ein, zweimal gemacht, wenn sie alleine war. Aber dann findet sie sich doch in ihrer gewohnten Umgebung immer wieder gut zurecht und schläft dann auch meistens nur. Aber in einer fremden Umgebung will ich das nicht machen. Und viele wollen halt auch nicht, dass man die Hunde dann alleine lässt. Ja, und dann sind wir wieder total abhängig, können, ne, müssen auf die Uhr gucken. Einer muss dann immer bei dem Hund bleiben und so ist es optimal. Wir zwei können fahren. Mein Mann kommt nachmittags nach Hause, ne, kann morgens noch mit ihr gehen und dann nachmittags. In der Zeit schläft die eh hier zu Hause und das ist eigentlich optimal. Und deswegen haben wir das gemacht. Ich freue mich da auch sehr drauf, aber es ist echt nicht günstig, ne, muss man sagen. Aber gut, wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Ich hoffe, dass es so gut wird, wie ich mir das vorstelle. Und ich wollte halt auch was haben für uns, weil wir jetzt dann Ende Oktober haben, wollte ich auch was haben, wo wir wetterunabhängig sind. Ne? Dann habe ich erst hatte ich überlegt, wollen wir vielleicht auf so einen Kinderbauernhof oder so fahren, aber dann dachte ich, oh, wenn es dann echt nur regnet, ist das ja richtig kacke.
Und in den Centerparks, dann hat man ja sowohl draußen hat man coole Sachen. Das heißt, wenn das Wetter gut wird, können wir auch draußen die ganzen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten noch nutzen oder uns auch Fahrräder ausleihen oder sowas. Aber wenn es wirklich schlechtes Wetter sein sollte, gibt es da einen tollen Indoor-Spielbereich. Es gibt halt, wie gesagt, dieses Schwimmbad alleine. Da werden wir wahrscheinlich schon jeden Tag ein paar Stunden drin verbringen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich bin gespannt. Ich denke, dann kann er auch, das ist ja rein auf Familien so ausgelegt, ne? Dann wird er bestimmt auch schnell Anschluss finden, zu anderen Kindern, ne? Und ja, das haben wir vor. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich werde berichten dann, wie es war. Wie gesagt, schreibt mir eure Erfahrungen damit gerne mal in die Kommentare. Vielleicht auch, wo ihr wart, ne? Wo ich hinfahre, sage ich euch, wenn ich wieder da bin. Und ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich wünsche euch jetzt wie immer einen wundervollen Tag. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao!